So, und da sind wir wieder bei einem neuen Display mit mir, dem Dr. Deo, und mal wieder mit dem Spiel Kairo. Und, ich mache jetzt einfach mal da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und, fangen wir dann auch gleich an. Ja. Achso, hier sind wir rausgekommen. Hier, also ich wurde wieder zurückgesetzt, also wenn man das bemerkt man aus dem letzten Video, ich werde immer wieder zu der letzten, etwas größeren Welt zurückgesetzt oder zu jedem etwas, also zu jeder Rätselsammlung oder jedem Rätselsatz zurückgesetzt und ja. Gibt es hier überhaupt ein Rätsel jetzt? Mache ich jetzt später, das sieht sehr schwierig aus. Ich suche jetzt einfach erstmal das letzte Level, wo ich stehen geblieben bin. Und versuche diesen Pokécoin, wie ich ihn liebevoll nenne, zu vollenden. Wie kann man hier irgendwie erstmal gucken, wie man hier halt überhaupt erstmal suchen. Drüben sind wir, glaube ich, reingegangen. Da haben wir das schon. Das sieht interessant. Ich gehe einfach mal hierher. Es war, glaube ich, zwar eine pinke Tür. Und ich glaube, ich weiß jetzt sogar, wo sie war. Und sie war nämlich ganz unten. Die da, glaube ich. Oder nee, die hatten wir schon. Genau, das war die Gaskammer hier. Ja, ich weiß, ich habe Gaskammer gesagt. Ich meine, die... Ich weiß nicht, was ich anders dazu sagen soll. Egal. Ah, hier genau. Hier ist der nächste Raum. Anscheinend ein Fahrstuhl. Doch, ein Fahrstuhl. Ah, ja. Lol. Er hat doll gesagt, was für ein Hipster. Nein, ich sag wahrscheinlich das Wort noch öfters. Und wieder ein neues Rätsel. Tada. Und wieder mal mit dem Tischtennisball des Todes. So wie ich ihn aus der letzten Folge, ich glaube, die Überschrift war das, liebevoll genannt habe. Ah, es gibt auch noch einen letzten Stock. Drei Stöcke und Druckplatten, die allerdings nichts bewirken. Hat er sich bewegt? Mit all meiner... Also... Das sieht aus wie Südamerika. Verwechsel das immer. Ist das da oben Australien oder? Australien? Oder gab es noch so eins? Irgendwas mit A? Hoch! Kann man den Ball jetzt hier? Ja, tatsächlich. Ich werde erstmal gucken, ob der auch noch irgendwas anderes ausgelöst hat. Das ist hier sehr dunkel, das gefällt mir nicht. Ich mag keine dunklen Plätze. So. Ich denke gerade die ganze Zeit an Australien. Afrika. Australien und Afrika, genau, das war's.
Genau, das verwechsel ich halt immer. Aber ich glaube, Afrika war das, was am Festland noch dran ist, genau. Fliegend vor. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Ball so extrem abfliegt, so. Yo, was ab? Ist die Musik dazugekommen im Hintergrund? Sag mal nachgucken. Da passiert immer noch nichts. Hier passiert genauso wenig was. Okay, das ist falsch. Es scheint, als wäre dies ein etwas schwereres Rätsel, was selbst ich, der große Rätselkünstler, Dr. Leo, nicht entschlüsseln kann so einfach, weil ich habe einfach mal zu wenig Anhaltspunkte. Was ist das hier? Gegendrücken? Kann das verschieben? Das kann man noch nicht einmal verschieben. Jetzt wird's schwer. Ich habe zu wenig Anhaltspunkte. Die anderen waren ja alle noch recht einfach. Okay, da kann ich auch nicht irgendwie gegenlaufen. Oh! Oh! Hey! Jetzt bewegt das. Müssen wir darauf achten. Jetzt ist das Dreieck. Jetzt hat sich gerade eben das Dreieck bewegt. Also man muss auf dem Spiel sehr, sehr drauf achten. Das ist gruselig. Laserstrahl. Okay, selbst hier passiert nichts. Ach so, ich glaube, das ist wieder so eins. Dann ist das doch gar nicht so schwer, wie ich das dachte. Nicht runterfallen. Aber jetzt hat sich doch irgendwas hat's doch verändert. Man hat es krisseln gehört. Ich will jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, dass das irgendwann... Doch, es passiert nicht. Doch! So. Hat sich das Ding erweitert? Also, das haben wir jetzt irgendwie aktiviert. Ich hab ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan, was ich mache. Ich versuche irgendwas zu machen, in der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich mache. Okay, manchmal kann man auch gar nichts machen.
und man macht trotzdem das Richtige. Und wir haben ein weiteres verschwommenes Fernsehbild empfangen, was wir hoffentlich irgendwann mal entschlüsseln können. Ein Wasserbohrer? Okay. Ich mache einfach so weiter wie vor. Das hat im Moment ganz gut geklappt und so, jetzt muss ich wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Mit dem altägyptischen Fahrstuhl. Ist ja auch schön gemacht. Also, haben sie von der anderen Seite so eine schräge Tür eingebaut? Und hier ist das einfach mal einfach so abgeschnitten. Kann man hier so runterfahren? Und wir haben ein zweites Fragment gefunden. Ja, das hatten wir ja schon. So, wenn ich das Tempo so halten kann, dann haben wir immer pro Folge, glaube ich, 2 Rätsel. Das ist schon mal eine gute Geschwindigkeit. Darauf habe ich keine Lust. Eigentlich geht es da oben erst weiter. Hier bin ich. Ach so, genau, hier wollte ich in der Aufnahme nochmal gucken. Also, wie man, glaube ich, sieht, sind das Sternbilder und ein Dreieck. Und hier in der Mitte ist ebenfalls ein Dreieck. Hier. Das hoffe ich. In der Tat ein Dreieck. Aber es passiert nichts. So, was hier an den Seiten passiert. Das sind 2 Dreiecke. Ich hasse das, wenn mich diese doofen Viecher vor. Oh, hey. Okay, dieses Rätsel. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Rätsel ist. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Warte mal. Nee, also, ich kann es euch wirklich noch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich hier auch irgendwas einfach übersehe oder. Ja, diese Sounds im Hintergrund gehen mir extrem auf die Nerven. Ob ich einfach bloß irgendwas übersehe oder ob ich dafür zu dämlich bin, das Rätsel zu machen, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier einfach mal weiter. Wie habe ich dieses Rätsel wenigstens hier hinbekommen? Ein Hinweis. Nein. Sieht aus wie das Kairo-Zeichen nur umgedreht. Also wenn das oben ist. Oh. Ah. Großartig. Vorzüglich. Und ein weiteres Rätsel. Oh, und dieses Mal Glühwürmchen. Sprengen. Geht nicht. Geht auch nicht. Oh mein Gott, ist das ein Riesenteil. Da ist auch schon das Ende. Ah, okay. I hope I understand it.
Also wenn ich so lang gehe, entfernen sie sich weiter voneinander. Das heißt, ich müsste. Achso, nee. Muss ich davor stehen? Das funktioniert. Oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Achso. Ist das die Sonne? Oder ist das einfach bloß ein weiterer, größerer Mutanten, großer Ping-Pong, Tisch, Tennis, whatever, Ball? Auf jeden Fall habe ich das jetzt schon mal richtig gemacht. Das heißt, jetzt kann ich wahrscheinlich das zweite Rätsel machen. Das zweite Rätsel machen. Das geht aber nicht. Oh, Hilfe. Ist das etwa wieder? Das macht keinen Sinn. Ist hier irgendwas? Hat das jetzt was mit den Teilen zu tun? Schwarz kriegen. Okay. Ich habe die Sonne verdunkelt. Oha. Ich kapiere es nicht. Ich finde den Zusammenhang gar nicht. Jetzt habe ich hier. Okay, also wenn ich. Ich laufe da jetzt einfach mal so random rum. Ah, das erste habe ich richtig gemacht. Also, ich denke, ich hab's jetzt. Ich hab jetzt, man sieht, ich hab zwei. War das erste? Und dann muss ich alle vier durchdrücken. Das erste habe ich falsch. Das zweite habe ich auch falsch. Das dritte habe ich auch falsch. Das vierte habe ich auch falsch. Okay, ich bin also. Okay, also, aber ich glaube, ich habe jetzt den Dreh raus. Muss ich mir nur merken, wie ich gelaufen bin. Gut. Das habe ich falsch. Also das ist es nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ich brauche nur das. Ich müsste es eigentlich mit dem Zettel machen. Warte mal, hier so lang. Das ist richtig. Das zweite ist falsch. Das ist auch richtig. Okay, das heißt, das ist das hier. Das hier. Das hier und das hier sein muss. Was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, jetzt komme ich auch noch. Mann.
Ich krieg's einfach nicht mehr gebacken. Also das, das, das und das. Das ist das erste falsch. Das zweite ist richtig. Das ist das zweite. Ich mache mir jetzt einen Zettel. Ich krieg das nicht mehr ohne gebacken. Ich habe keinen Stift. Das ist einer dieser Momente, wo man eigentlich gerne einen Stift hätte, aber es nicht hinkriegt. Egal, wir machen sowieso überlegen. Das könnte noch etwas länger dauern. Also von vorne. Das erste. Das zweite. Das dritte. Und das vierte. Das erste ist falsch. Das zweite ist falsch. Das dritte ist falsch. Okay, diese Kombination ist komplett falsch. Ja, ja, so ne. Also ihr habt's. Ich hoffe, ihr habt es auch begriffen. Das ist anscheinend die Anzeige, wie es richtig geht. Und ich muss jetzt mit den Dingern, muss ich jetzt eine Kombination eingeben, dass alle Steine, also dass alle Steine so leuchten und nicht so schwarz sind. Und ich krieg's gerade nicht gebacken. Also eins, zwei, drei, vier. Falsch. Richtig. Habe ich es. Ja. Nein. Ich habe die letzten vertauscht. Jetzt bin ich wieder komplett raus. Mann, das ist schwieriger als es aussieht. Das ist einfach mal extrem. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder alles vergessen. Dieses Geräusch ist so grottennervtötend. Toll, wenigstens eins von vier. Ich bin mal ganz kurz weg. Ich hole mir einen Stift. Mit dem Stift kriege ich das nicht hin. Wirklich so schlecht hierfür. Mein Stift lag die ganze Zeit vor mir. So, das darf jetzt auch ruhig mal in die Aufnahme rein, dass ich hier so nicht vor. Also, ein Büchlein hier und ein Keyboard. Ach so. Wenn ich das jetzt hinkriege, weil wir ziehen jetzt das so ewig lang. Ich will ja zwei Rätsel, ist gut. Irgendwie hier die Rückseite nehmen. Also. Das ist jetzt mir hier viel zu kompliziert. Also, wir fangen mal so an. Warte, ich schreibe mir das ganz kurz auf. Also wir haben jetzt, wenn ich jetzt so stehe, haben wir 1, 2, 3, 4. Das ist komplett falsch. Okay. Immer merken, wie ich gegangen bin. Im Ernst? Die wollen mich doch verarschen, oder? Jetzt, wo ich mir ein Blatt Papier geholt habe, jetzt funktioniert das? Das... Oh, egal, egal. Ich reg mich darüber nicht auf. Das ist nur ein Spiel. Jetzt habe ich das Ganze... Jetzt habe ich... Mann! Sowas ist extrem ärgerlich, weißt du? Da holt man schon seinen Stift, den man vor seiner Nase vergessen hat, und dann kommt sowas dabei raus. Mensch. Egal, wir haben ein weiteres Teil des Pokéballs zusammengestellt. Ich denke, irgendwann nenne ich das wirklich noch Poké-Let's Play. Ich habe keine Ahnung. Ah, das regt mich jetzt auf. Das ist total easy. Also ich stelle mich hier... Wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich glaube 10 Minuten. Viel zu lange.
Oh, Pokéball habe ich auch. Es gibt nur noch hier die Umrandung. Das letzte Rätsel ist wahrscheinlich oben, da ich das jetzt einfach mal so beschlossen habe und da ich da jetzt gerade auf dem Weg bin und jetzt wieder runter. Mann. Also das Spiel macht mir immer noch sehr viel Spaß. Es pisst mich bloß gerade an, dass ich so lange für dieses Rätsel gebraucht habe. Das ist nicht das Rätsel. So, jetzt. Ich wette, das geht das jetzt auf. Ich hoffe, dass es jetzt das letzte Rätsel hier. Ein großer Tischtennisball. Wo man nicht reingehen kann. Jetzt kann man da reingehen. Eine große magische Uhr. Toll, was kann man jetzt hier machen? Kann ich hier verschieben? Ich habe nichts gemacht. Jetzt drehe ich mich auch noch. So, nee, ich fahre auf Schubi. Ich komme auf das Game nicht klar. Es ist verwirrend. Und ich kann ich doch nicht in so kurzer Zeit machen. Die soll ich jetzt nicht in kurzer Zeit machen, oder? Angekommen. Ich sag einfach gar nichts mehr. Ich hoffe, ich habe das Level jetzt nicht übersprungen. Ich habe auch keinen Bock, wieder zurückzulatschen. So lange zu laufen für dieses eine Level. Pass auf. Nee. Glück. Nein. Haben wir jetzt. Ey, nee, oder? Nö. Oh, oh, Dex. Wieso habe ich Dex? Das Ding verbraucht. Eine Pyramide. Und. Was ist das? Ein Mensch mit einem Lendenschurz. Kann ich hier irgendwo. Ah. Block, schiebe dich. Ich mach das jetzt einfach auch nochmal zu Ende. Ich mach das jetzt einfach. Ich mache einfach alles Überlänge, so lange bis ich keine Lust mehr habe. Egal. So, das habe ich fertig. Ich hoffe, ich habe wirklich Lags. Also ich weiß nicht, ob es vom Spiel so gewollt ist, aber jetzt kann ich hier rausgehen und jetzt ist es wieder easy. Ein mittelalterliches Laufrad. Oh yeah. Sport. Lass mal Sport machen. 5 Kilo abgenommen hier. Ganz easy. Muss ich auch mal mehr Sport machen hier. Wieso? Also so langsam bringt mich das Spiel zum Verzweifeln, weil ich krieg einfach mal diese Sinnzusammenhänge nicht mehr gebacken. Yay, noch mehr Laufräder. Jetzt weiß ich, wieso die alten Ägypter damit Sklaven hatten, damit die diese Rätsel machen mussten. Ich will mich ja nicht beklagen. Ich habe mir das Spiel gekauft und ich werde das Spiel durchspielen. Mit euch. Nicht vergessen. Kriegen wir jetzt wenigstens so ein. Ich wollte gerade fragen, ob wir irgendwie so einen Belobigungszaun kriegen, aber nein, wir kriegen sogar einen.
Ein Haar. Jetzt haben wir schon wieder ein neues Teil. Ich gehe jetzt zurück und mache den Pokéball zu Ende. Ich habe keine Lust. Ich fange die ganze Zeit unten scheiß neu an. Das geht mir voll auf die Nerven. Ich glaube, das habe ich schon öfters jetzt einmal gesagt, ne? Könnt ihr gerne mal sehen, wie oft ich... Das geht mir voll auf die Nerven. Also einschließlich das, was ich gerade eben gesagt habe. Weil es mir einfach mal auf die Nerven geht. Ich muss die ganze Zeit irgendwo rumlatschen. Und das ist extrem, extrem, extrem anstrengend. Vor allem weiß ich noch nicht einmal drüben, ob ich alles fertig gemacht habe. Mann. Das wird sich noch sehr weit hinziehen. Mal gegen den Dingeldudes springen und dann habe ich das. Weil ich hatte ja den Innenkreis, die beiden Außenteile und dann hatte ich noch den ganz äußeren Teil. Und den äußeren Teil, da waren noch. Bin ich blöd oder? Also das war nicht zum Beantworten jetzt, aber. Also das haben wir, da sind, ach, da kommt die Steine wahrscheinlich hin. Und schwarz. Schwarz ist immer schön. Meine Lieblingsfarbe. So. Auf jeden Fall kann man hier schon mal zwischen den Leveln hin und her jumpen. So, weil hier kommt, da muss doch ein Laser rauskommen, oder? So ein total cooler Laser rauskommen. So wie bei jedem anderen Level. Warte mal, ich glaube. Also ich befinde mich gerade da. 1, 2, 3, 4 Räume. 1, 2, 3 Sachen fertig gemacht. 1. Das habe ich übrigens erkannt hier, ne? Also das ist recht hilfreich. Weil man dann einfach mal da so hin und her switchen kann. Also in den Räumen nachgucken kann. Also ich bin jetzt hier so. So, ich befinde mich gerade da. Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal hier so hingehe? Will ich zwar gar nicht hin, aber egal. Okay, jetzt bin ich hier. Diesen Raum habe ich schon gemacht. Ach, Mann. Diesen Raum habe ich auch schon gemacht. Ja. Ist das eine... Ach, Mann. Ich rufe mich ja tot und ich will einfach mal das alles richtig machen. Also da geht's weiter. Ne, oben ging's weiter. Und mein Handy ist schon wieder in der Aufnahme. Mein Handy ist aufnahmegeil. So, das haben wir auch schon gemacht. Das war das mit dem Blauen. Brauchen wir eigentlich... Das muss das da drüben sein. Das ist tatsächlich dieses hier. Das ist unser letztes Rätsel. Ich glaube es kaum, das ist eins dieser Rätsel. Scheiße. Ist das ein gleichschenkliges Dreieck? Kannst du noch aus. Was zur Hölle sollen wir... Warte mal. Da kann ich ein gleichschenkliges... Jetzt einfach mal hier vor. Probier jetzt einfach mal den. Den. Und den. Und natürlich den da. Zurück. Ich glaube, ich guck mir. Ich habe gleich keinen Bock mehr. Ich nehme jetzt gleich Überlänge auf, 40 Minuten. Und ich krieg's tatsächlich nicht gebacken. Was hiermit zu tun, muss ich die. Also, ich komme gerade echt nicht drauf klar. Warte mal, warte. Jetzt. Nee, jetzt geht das ja weg. Jetzt kann ich ja gar nicht das hier machen. Das hier mache denn. Nee, den fehlt eins. Oder ich muss mit möglichst wenig Dingern. Ja, das funktioniert. Jetzt habe ich es, glaube ich.
Muss ich nämlich das hier hinten touchen? Das? Ist das zwar etwas krepelig? Dann muss ich das hier hinten berühren. Das da. Ja, ich muss jetzt leider überlänger aufnehmen, also. Da geht das da lang. Dieses Level lässt mir einfach keine Ruhe. Aber jetzt habe ich da noch was. Hoffe ich einfach nur mal da lang. Warte mal, das ist garantiert nicht umsonst gemacht. Muss ich. Da. Bitte. Ich hab doch jetzt alles. Wollen die mich verarschen? Das ist doch. Also, wenn ich von so komme. Dann müsste ich. Aber dann geht das wieder weg. Mann. Geil, mal hinten mal das hier. Ich hab mal was ganz anderes. Oh, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich mache diese Aufgabe einfach mal beim nächsten Mal. Das regt mich gerade so ein bisschen auf. Ich habe keinen Bock mehr auf den Kacki. Bah. So. Wieder hier mit der tollen Musik und mit dieser scheiß Fliege, die hier schon wieder rumfliegt. So. Und damit verabschiede ich mich von einem sehr, 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 sehr nervenaufreibenden Let's Play dieses Mal. Und beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich das da drüben hinkriege. Wenn nicht, gucke ich mir einfach die Lösung an. Ich habe keinen Bock mehr auf den Mist mal gucken. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau, hier im Fernseher durchgesappt habt, seppt habt und mich gesehen habt. Wenn das hier auf meinem Kanal unterwegs seid, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Schreibt in die Comments. Und falls ihr ganz doll Lust habt, mir einen ganz großen Gefallen zu tun, gebt mir ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und damit tschüss.